Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, wo ich hier gerade wieder bei Gorn bin und erstmal mit dem Typen hier nochmal rede, ob ich dir was sagen kann. Nee. Aber mit Gorn kann ich garantiert reden. Der Felsdrache ist tot. Ich höre die Schreie nicht mehr. Warst du oben in der Felsenfestung? Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Wo du auftauchst, bleibt kein Stein auf dem anderen. Was willst du jetzt machen? Ich bleib noch eine Weile und mach mich dann auf den Weg zurück zu Lee. Vielleicht treffen wir uns da ja wieder. Ich kann diese verdammte Gegend bald nicht mehr sehen. Es wird Zeit, dass wir aus diesem Land endlich verschwinden. Bis dann. Oh ja. Da hat er recht. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit, ich bin nicht nur hierhin gereist, ich bin auch einmal nach Corinnes zurückgereist und habe ein bisschen eingekauft, nämlich wir haben ein paar mehr Tränke und wir haben diesen Trank von Zurus kaufen können. Maximales Mana plus 5. Außerdem noch ein Geschwindigkeitstrank. Außerdem hatte der noch ein Buch, was ich interessant fand, nämlich doch die göttliche Kraft der Gestirne. Und wenn man das liest, dann kriegt man nochmal plus 2 Mana. Wer es lesen will, darf das gerne lesen. Ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf. Mache ich vielleicht mal anders. Runenbuch der Feuermagie, Logbuch von Greg. Ich glaube, der Rest, den wir haben, ist nicht so interessant. Gut, jetzt gehe ich langsam. Unser nächstes Ziel ist, Einstellungen. Das war falsch, nicht Video. Das war auch falsch. Okay, das klappt nicht mit der Taste. So klappt's. Reicht das schon? Ja, nee, immer noch nicht. Also der Berg da vor uns ist unser nächstes Ziel. Ich stelle die Einstellung mal doch wieder runter. Nicht, dass ich nachher doch noch Probleme kriege mit der Framerate. Das hat so bisher auch immer gereicht, also so gesehen. Also wenn wir jetzt auf die Karte gucken, liegt ja direkt hier neben uns. Hier westlich von uns. Dieser Berg, der so ein bisschen rot auf der Karte ist. Und da müssen wir jetzt hin. Da dürfte sich der nächste Drachen befinden. Dort ist der Vulkan. Ich habe Angst, dass wenn ich hier langlaufe, ich gleich runterrutsche und tot bin. Jetzt fühle ich mich schon sicherer. Und deswegen bewegen wir uns jetzt auch direkt zu diesem Vulkan, weil, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Vulkanen und von Feuer. Nein, ich bin einfach nur ein Fan von toten Drachen. Das ist alles. Und deswegen bewegen wir uns dorthin. Das Einzige, was ich natürlich vergessen habe bei meinen ganzen Reisen, ist nochmal bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Und wir haben jetzt wunderschönen Abends. Etwas ungünstig. Kann ich mal gucken, ob man bei den Orks hier schlafen kann. Aber ich bezweifle es. Und ich will vorher gucken, dass nicht gerade ein Ork hier dann daneben steht. Ja, da steht keiner. Aber da sind auch nur Felle drinnen. Wargfelle. Und ein Fisch. Schön. Und da liegt irgendwas. Da liegen zwei Tränke. Das ist auch schön. Aber kein Bett. Das heißt, wir müssten uns, wenn, in die Burg nochmal rein teleportieren. Da komme ich ja quasi gerade her. Also, da habt ihr mich zuletzt gesehen auch. Und das ist ja eigentlich dämlich, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Ich hoffe einfach, dass da oben beim Drachen es ein bisschen heller wird, weil Feuer und so. Und, dass wir dementsprechend nicht den Tagwechsel brauchen. Ob das jetzt wirklich ein näherer Weg ist, weiß ich nicht. Als von der Burg allerdings, wie gesagt, wollte ich ja nochmal mit Gorn reden. Das hat ja auch 400 Erfahrungspunkte gebracht. Hier liegt noch ein Trank. Und hier dürfte es dann jetzt weitergehen. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Und ich hoffe, das klappt auch ohne Probleme. Stimmt, hier waren ja auch schon mal. Hier war ja unser Horschpack, oder wie der hieß. Der Anführer von den Orks. Muss ich hier hochklettern? Ne, da kann ich auch hochgehen. Hier ist eine Brücke angedeutet. Und das sieht doch ganz manierlich aus. Ich würde allerdings gerne, wenn es sich einrichten lässt, doch mehr mit Skeletten arbeiten. Wobei gegen die Feuerwarane sind, glaube ich, die Zauber ganz sinnvoll. Ich beschwöre mal zwei Skelette, kann ja nicht schaden. So.
Und dann einen Blitzschlag. Ja, die machen dem nicht ganz so viel Schaden. Da sind meine Zauber wesentlich sinnvoller. Allerdings haben wir natürlich immer noch nicht gelernt, wie man denen die Zunge rausreißt. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Bringt ja auch nur Geld. Und Geld ist jetzt nicht unbedingt unser Problem. Da sind Orks und Varge. Hier links ist allerdings gerade nichts. Das heißt, wir können uns hier günstig hinstellen. Einmal abspeichern, die richtige Taste treffen. Und dann kann ich da unten die einmal... So. Okay, der Ork-Krieger ist mittlerweile woanders hingelaufen. Ist aber anscheinend auch nur einer. Das heißt, damit erledigt. Wunderbar. Ja, jetzt erschrecke ich mich schon von meinen eigenen kaputtgehenden Skeletten. Allerdings werde ich auch jetzt gleich direkt wieder neue beschwören, weil ich nicht weiß, was da vorne um die Ecke auf uns wartet. Ich habe ein Geräusch gehört, deswegen habe ich den direkt beschworen. Das war so ein Reflex, wisst ihr? Achso, ich habe auch noch, noch die Steintafel bei dem Drachen gefunden. Fällt mir gerade ein. Geschicklichkeit ist jetzt nicht so interessant und Bogenschießen auch nicht. Egal. Ja. Schön, dass wir ganz viele von den kleinen Mana-Tränken haben. Es wäre geil, wenn wir ein paar mehr von den großen hätten. Also sowohl den als auch den. Okay, 51 davon. Das heißt, 51 Mal können wir unser Mana komplett auffüllen. Was natürlich schon eine geile Sache an sich ist. Allerdings heißt komplett auffüllen in unserem Fall knapp 400 Mana. Was ich jetzt nicht so viel finde eigentlich. Aber ja, egal. So, und einmal einen Zauber reinnehmen und... Wollte gerade sagen. Wäre geil, wenn ihr auch kämpfen würdet. Oh, der ist runtergefallen. Der dürfte aber dann noch leben. Na geil, jetzt sind meine ganzen Skelette da unten. Und er lebt immer noch? Zumindest keine Erfahrungspunkte bekommen. Ja, ich höre ihn auch noch da unten irgendwie. Ich glaube, da kommen wir jetzt aber jetzt nicht wirklich dran. Hm. Ach, da ist auch noch ein Schamane dabei. Okay. Wo auch immer der Schamane jetzt herkommt. Aber der sollte auch zu erledigen sein. Wunderbar. Ja, jetzt muss ich mir ganzes Skelett natürlich wieder neu beschwören. Jetzt habe ich gar nicht wegstecken müssen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die hier runterspringen, aber ja. Ist ja nicht so schlimm. Eins, zwei, drei. Ich glaube, im vierten klappt nicht mehr. Nee. Bisschen was trinken. Hab gern mehrere von denen hinter mir. Das ist irgendwie dann ein schöneres Gefühl. Sichereres Gefühl. So. Ich weiß, dass es eigentlich auch total übertrieben ist, aber egal. Okay. Meine Skelette greifen die irgendwie nicht an. Und da steht wieder irgendein... Oh. Den einen haben sie erledigt. Ich hoffe, sie kriegen den Feuergolem auch soweit erledigt. Das wäre schön. Weil ich ansonsten gegen den, glaube ich, nicht unbedingt eine Waffe habe. Was mir allerdings...
auf dem Weg hierhin eingefallen ist, ich hätte natürlich auch noch den Söldner zu Hilfe holen können, den man bezahlen kann. Das wäre natürlich auch eine sinnvolle Variante gewesen. Ja, ich trinke mal wieder was und beschwöre noch ein paar nach. Guck mich auch hier mal um. Das ist zum Beispiel ein Feuerwaran, der direkt vor mir steht, und das ist nicht so schön. Gut, die hätten wir auch erledigt. Und jetzt gucken wir mal, ob man den Feuergolem plündern kann. Nein, kann man nicht. Allerdings habe ich da oben, glaube ich, noch einen gesehen. Das finde ich nicht so schön. Ja, da oben steht noch ein Feuergolem. Und auch noch mehr Echsenmenschen. Ja. Ich bin gerade auch gar nicht sicher, ob wir den richtigen Weg gehen, ob wir statt hier dann rechts rum gehen müssen. Ich weiß es nicht. Das werden wir aber herausfinden, denke ich mal, in den nächsten Minuten. Und da liegt noch ein Trank. Noch ein Wolfsfell. Und hier liegt noch Wolfsfell. Und noch eine Runenmacht. Ein Schwert. Das ist doch schön. Ich wollte jetzt einmal kurz um die Ecke hier gucken gehen, weil hier geht es ja so schön hoch. Da wird mir auch kein Gegner angezeigt, soweit erstmal. Kann sein, dass es auch nichts miteinander zu tun hat, in dem Sinne erstmal. Oder dass man beide Wege gehen kann, oder dass wir jetzt falsch gehen. Oder in eine Falle reinlaufen. Man weiß es ja nie. Weswegen Speichern immer eine gute Idee ist. Gerade wenn es um solche Ecken hier geht. Okay, Heilkräuter sind jetzt nicht so spannend. Ja, da steht ja nämlich der nächste Feuergolem auch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das wollte ich, dass die schon mal beschäftigt sind. Und dann kann ich in der Zeit in Ruhe trinken und neue zaubern. Ja, erst ist auch schon kaputt. Also ich sollte mich vielleicht beeilen. Oh, erster ist kaputt, ist gut. Das ging wohl doch schneller, als ich dachte. Beeil mich ein bisschen, wobei der Golem, glaube ich, gerade nicht hinter uns her ist. Aber trotzdem wäre es schön, noch ein paar mehr Lernis zu haben. So. Das Problem, wie gesagt, ist einfach, dass die Golems für gewöhnlich nur auf physischen Schaden wirklich reagieren. Und deswegen will ich halt mit den Skeletten das machen. Da ist die Chance, dass es funktioniert, einfach höher. Ja, ihr seht, der kriegt einfach nichts ab. Ui, Echsenmenschen gewesen sind sie jetzt. Und es hätte eigentlich jetzt treffen müssen. Wow, das war verdammt knapp. So, einmal hochheilen, einmal den toten Drachenjäger leerräumen. Und dann, sind die Skelette auch schon fertig mit ihrem Golem. Das ist schön. Hier liegen noch rostige Zweihänder von meinen beschworenen Skeletten wahrscheinlich rum. Heilwurzel auch nicht so interessant. Und da sind wieder... Achso, Echsenmenschen, aber ich sollte Mana erstmal tanken. So, meine Skelette lösen sich jetzt gleich wieder auf. Ja, egal. Okay, scheint nur einer zu sein. Gut, dann speichere ich hier nochmal schnell ab, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende nähern. Nicht das, und wenn da vorne nochmal ein Golem ist, dann muss ich halt nochmal eine Armee beschwören. Und noch ein Echsenmensch weniger. Und wieder Mana-Tank. Es ist echt,
Also diese Konzentration bringt natürlich in dem Sinne was, dass wenn wir rumlaufen, das Mana sich dann auflädt. Das ist schon mal ganz angenehm, dass man nicht dann auch noch trinken muss. Aber ansonsten sind wir eigentlich schon die ganze Zeit am Mana-Trank trinken. Es nervt ein bisschen, aber ist egal. So drastisch ist es jetzt nicht. Wunderbar, die hätten wir auch erledigt. Ja, ich speichere vor dieser Ecke nochmal. Sicher ist sicher. Ihr kennt ja meine Devise, was das angeht, aber ich glaube, dass das nächste, was jetzt kommt, schon nochmal Echsenmenschen sind, ja. Ich dachte, das wäre jetzt schon der Drache. 3, 1, 2 und 3. Und dann speichere ich nochmal. Und da ist der Drache auch schon. Das Auge Innos haben wir schon aufgeladen. Ich werde es aber auch wieder anziehen, weil das sich so gehört. Da Auge Innos, das Auge pulsiert voller Energie. Ich werde auch vorher nochmal ein paar Mana-Tränke trinken. Und mir nochmal angucken, auf welche Taste ich den Dämonen liegen habe, damit ich es diesmal finde. Auf 8, okay. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht über das Gespräch. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Komisch, dass die alle das Auge Innos kennen, aber ja. Wer bist du? Mein Name ist Feomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat auch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Gut zu wissen. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Gut zu wissen. Ich glaube, diesen Gefährten kriegen wir schon irgendwie hin. Also jetzt Taste 8 ist die Taste unserer Wahl. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Zwei Dämonen beschworen. Ich fürchte ja. Oder der erste hat nicht funktioniert. Kacke. Ich
Brauch doch noch einen Dämonenzauber. Wo kriege ich denn das her? Das ist übrigens der Drache, den ich damals wirklich mit dem Bogen getötet habe, was sehr lustig war. Weil er immer weggeflogen ist und dann irgendwo da oben rumsaß, weiß gar nicht mehr wo. Und dann habe ich weiter auf ihn draufgeschossen und dann wieder abgewartet und wieder draufgeschossen. Und ja, irgendwann ist er dann runtergegangen. Das Problem ist halt, mit der Erweiterung ging es dann nicht mehr, weil er dann so schnell Leben regeneriert. Dass die Pfeile nicht mehr dagegen ankommen. Das war ein bisschen doof. Okay, das macht nicht wirklich Schaden. Ich glaube, der Dämon ist wirklich das einzig Sinnvolle, was wir hier machen können. Oder wir hätten halt Begleiter. Ich könnte natürlich jetzt noch die ganzen Skelette rufen, aber im Zweifelsfall greifen die dann den Dämon an. Deswegen. Die sehen auch so schön hässlich aus, aber ja. Drachenblut, Drachenschuppen, Herz eines Feuerdrachen. Ja, doof, dass jetzt die zweite Schriftrolle auch weg ist. Dann müsste ich mir fürs nächste Mal was Neues überlegen. Nichts zu holen. Oder ich suche nochmal eine neue Rune. Also er sagt, dass sein Schatz oben auf dem brennenden Berg drauf liegt. Das ist wahrscheinlich dann damit der Alternativweg geweint, den wir vorhin gegangen sind. Womit wir dann, ja, den auch noch gehen werden. In der nächsten Folge dann allerdings. Und gucken werden, ob wir seinen Schatz finden. Also bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut.